Diesen Sommer wird's bunt in den Flipflops, denn mit einem neuen Gerät lässt sich fast jedes Motiv auf den Zehennagel zaubern. Wir haben das Gerät getestet, hier kommt der Fußnageldrucker. Zeigt her eure Füße. Diese Muster sind keine Handarbeit, sie stammen von einem computergesteuerten Nageldrucker. Irina und Pia wollen das Hightech-Gerät heute ausprobieren. Die beiden Freundinnen können sich bei der großen Auswahl an Motiven nur schwer entscheiden. Es gibt ungefähr 3000 Motive, aber kann man auch eigene Fotos und eigene Motive mitbringen und die draufdrucken. Pia gefällt besonders das Leopardenmuster in Pink. Die Zehen werden fixiert, danach kommt der Fuß auf den Schlitten. Im Inneren des Geräts befinden sich der Tintenstrahldrucker und eine UV-Kamera. Die Kamera erkennt die Form der Zehennägel, weil sie mit UV-Lack bepinselt sind. Nach etwa 20 Sekunden sind alle Zehen bedruckt. Wow! 15 Euro kostet die Komplettbehandlung für beide Füße ohne Pediküre. Also ich wollte es einfach mal ausprobieren. Als ich das Muster gesehen habe, war mir klar, das ist es, passend zu meinem T-Shirt. Ich habe es ein bisschen gemerkt, der Drucker geht so über die Zehen drüber, die sind einzeln eingeklemmt, aber es tut gar nicht weh. Ich war sehr fasziniert, dass es so gut geklappt hat. Auch Irinas Zehennägel werden mit UV-Lack vorbehandelt. Das Muster für die einzelnen Zehennägel wird angeklickt und erscheint auf dem Monitor. Man kann die Motive auch untereinander mixen. Der Lack ist für die Nägel unschädlich. Er wird aus Klarlack und verschiedenen Farbpatronen gemischt. Ich habe mir ein schwieriges Muster ausgesucht, das ich selber nie hingekriegt hätte. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Je nach Beanspruchung soll die Farbe 1 bis 2 Wochen halten. Deshalb macht Irina jetzt den Härtetest in feuchtem, kratzenden Sand. Das Ergebnis? Die Nägel bleiben schön. Ich war skeptisch, ob das hält, weil ich das im Sand strapaziert habe, aber wie man sieht, das hält. Geschlossene Schuhe sind für frisch lackierte Nägel normalerweise Gift. Besonders in Turnschuhen erwärmt sich der Nagellack und wird klebrig. Doch auch hier zeigt sich, Härtetest bestanden. Jetzt haben Irina und Pia noch etwas entdeckt. Bedruckte Fingernägel passend zur WM mit Nationalflaggen. Auch hier kommt UV-Lack auf die Nägel und dann geht's ab in den Drucker. Nicht nur künstliche Fingernägel, sondern auch glattpolierte Naturnägel lassen sich bedrucken. Mit diesen sexy Krallen lässt es sich prima flirten. Und man muss ja nicht unbedingt nur über Fußball reden. Leila ist erwerbsunfähig.